Bitte kein Light, bitte kein Zero, wirklich nur den OG-Geschmack. Am liebsten aus so einer 02 PET, die so einen Tag in der Sonne stand, ne? Und schon mal geöffnet wurde. Hi GQ, ich bin Justin und das sind meine 10 Essentials. Ein ganz wichtiges Essential von mir ist mein Barber. Und stellvertretend, weil ich es Ihnen jetzt hier nicht auf den Tisch legen wollte, habe ich meinen Friseurumhang mitgenommen, den mein Barber mir personalisiert zum Geburtstag geschenkt hat, mit meinem eigenen Peso-Logo drauf, was spiegelverkehrt ist, ja, ihr seht richtig. Und zwar, wenn ich nämlich vorm Spiegel sitze, kann ich das richtig rumlesen. Und ich fand, das war irgendwie eine nice Geste. Und jeder, der mich kennt, weiß eigentlich, dass ich auch nie ohne freshen Haircut zu sehen bin. Deswegen zweimal in der Woche geht's dahin. Und das ist ja mir sehr wichtig. So kann man sich das dann vorstellen. Ja, und das nice Feature ist auch, dass dabei an die freien Hände gedacht wurde. Das heißt, man kann auch gemütlich das Handy abchecken, während man diesen Umhang anhat. Wechselst du da manchmal einfach auch Haarfarbe oder? Ja, manchmal kommen schon so Strähnchen rein. Nee, Spaß, bin da sehr basic unterwegs. Auch ein wichtiges Essential von mir sind diese AirPods Pro Max, heißen die, glaube ich. Die habe ich mir gekauft, als die rausgekommen sind, vielleicht auch so ein bisschen Marketingopfer geworden. Und finde einfach, das sind so die freshsten Kopfhörer, die man tragen kann. Der Design spielt auch mal eine wichtige Rolle für mich. Die sind tatsächlich aber auch sehr bequem. Und was mir halt krass gefällt an denen, ist dieses Noise Cancelling Feature. Das heißt, wenn man irgendwo sitzt und wirklich seine Ruhe haben will, nicht irgendwelche Umgebungsgeräusche spüren möchte, dann kann man die einfach muten und man ist wirklich, als ob man im stillen Raum sitzt. Ich finde, das ist auch so eine Konzentrationssache. Wenn man so wirklich komplett seine Ruhe hat, dann kann man irgendwie besser arbeiten und deswegen ist dieses Feature schon ganz geil. Basics. Ich glaube, das ist eigentlich von jedem ein Essential und man priorisiert das nur anders und mir ist das Ganze sehr wichtig, vor allem seit ich halt meine eigenen Basics gemacht habe. Und wie kam es dazu? Ich habe mich schon eine längere Zeit davor für Mode interessiert und hatte dann die Gelegenheit, meine eigenen Sachen rauszubringen. Das habe ich vorher über so einen Merch-Store gemacht und dann die Gelegenheit genutzt, meine eigene Firma zu gründen und eine richtige Produktion zu haben mit eigenen Mitarbeitern und nicht einfach nur einem Dienstleister, der das für mich erledigt. Ob das jetzt T-Shirts sind mit Print oder ein Zip-Hoodie ohne Print, es gibt immer nice Anlässe, Basics anzuziehen, ob jetzt im Alltag oder wenn man irgendwie eine auffällige Hose anhat, dann jetzt nicht übertrieben wild rumlaufen will, dann zieht man einfach so ein Basic-T-Shirt darauf an oder irgendwie eine Shorts jetzt im Sommer und deswegen sind Basics einfach ein richtig großes Essential von mir und weil bei mir Quali groß geschrieben wird und die Sachen dann langlebiger sind, so braucht man sich eigentlich nur einmal auszustatten mit so guten Basics und ist dann eigentlich Lifetime. Ein Autoschlüssel tatsächlich. Autos sehr, sehr underrated, finde ich. Weil in letzter Zeit, wenn man irgendwie viel im Inland unterwegs ist, aber trotzdem weite Strecken zurücklegt, so dann sind Inlandsflüge irgendwie, finde ich, nicht so die Wave. Und vor allem, was jetzt gerade die Flughäfen angeht, da ist alles überfüllt, Züge, immer Verspätung und so. Deswegen kann man sich aufs Auto immer verlassen. Und da habe ich jetzt einfach mal symbolisch meinen Range Rover Schlüssel mitgenommen. Black on Black mit Customized Peso Felgen, also dem Logo in der Mitte. Das ist so wirklich mein Favorite Daily Driver, den ich, glaube ich, wenn ich ein Auto aussuchen müsste, für den Rest meines Lebens wählen würde. Einfach weil der hat Power, der ist geräumig, so du kannst mit dem easy weite Strecken fahren. Und deswegen bin ich damit sehr happy. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr oft und viel am Handy hänge und gefühlt jede freie Minute drauf gucke. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich leicht Smartphone-addicted bin. Was, glaube ich, das Wichtigste am Handy ist, ist einfach, dass man durchgehend in Kontakt sein kann mit seinen Freunden, seiner Familie. So, ich wohne ein bisschen weiter weg von meinen Eltern als früher und dann kann man immer im Kontakt bleiben und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Bitte kein Light, bitte kein Zero, wirklich nur den OG-Geschmack. Es muss jetzt auch nicht Coca-Cola sein, aber im Bestfall schon. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber eigentlich darf zu keinem Mittag- oder Abendessen eine Cola fehlen. Ich bin jetzt niemand, der das so nachmittags einfach so mal trinkt, sondern zu einer Mahlzeit darf es aber eigentlich nicht fehlen. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Essential von mir, weil ich finde, es lässt sich einfach besser essen, wenn man noch mit so einer kalten Cola nachspült.
gerne auch mit Eis und Zitrone im Glas und gerne auch aus einer Glasflasche. Ein weiteres Essential von mir, tatsächlich 3-Fragezeichen-Hörspiele. Das hätten jetzt wahrscheinlich nicht viele gedacht und das ist auch irgendwie ein bisschen weird, ich weiß. Meine Mom hat mir die damals immer geschenkt, weil die das noch aus ihrer Kindheit kennt. Die gibt es ja schon seit 1970 oder so und das war auch damals übertrieben gruselig. Mittlerweile schaffe ich das auch ohne mich zu gruseln, diese Geschichten zu hören, aber es ist irgendwie immer nice, auf einer längeren Autofahrt, irgendwie wenn man allein im Auto ist, 3 Fragezeichen zu hören, wenn man sich schon 5 Stunden lang Hip-Hop und Trap-Beats gegeben hat, als kleine Abwechslung. Und so bleibt man auch im Kopf noch ein bisschen Kind. Das ist nur eine von vielen. Ich glaube, ich habe 60 Stück geschenkt bekommen oder so damals. Ich glaube, ich kann auch jede Folge schon halbwegs mitsprechen, weil ich die eben höre, seit ich 5, 6 oder 7 bin, ich weiß es nicht. Wie ist denn das Intro nochmal von 3 Fragezeichen? Ich würde es ungern vorsingen, aber so die 3 Fragezeichen mit so einer ganz wilden Autotune-Stimme und dann werden die namentlich vorgestellt. Und ab Folge 100 irgendwas wurde leider das Intro geändert und das hat mich mental sehr, sehr getriggert. Dann als nächstes Essential hätten wir Brillen. Wie ihr seht, bin ich Brillenträger, auch noch nicht allzu lang, so seit 1,5, 2 Jahren würde ich jetzt mal schätzen, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Kennzeichen jetzt nicht mehr so gut erkenne wie meine Freunde und habe dann gedacht, ey, wenn ich mir schon Brillen hole, dann kann man da auf jeden Fall ein bisschen Freshness noch reinbringen und habe mir ein paar Brillen anfertigen lassen, unter anderem natürlich die, die ich hier jetzt gerade anhabe. Eine Sonnenbrille von Cartier, die White Buffs mit so einem, ich glaube Whiskey Fade nennt man das, also die Farbe. Dann hätte ich einmal die, die ich jetzt gerade auch anhabe, aber in Weißgold und so einem, ja, dunkelgrün, leicht türkisen Fade mit einem Diamantbesatz vorne, auch wie das hier vertreten ist. Das hier ist, by the way, so eine One-of-One-Anfertigung. Die wurde extra für mich so in Roségold gedippt, damit das auch zur Uhr passt. Zu guter Letzt diese Holzrahmenbrille. Ich fand die auf Bildern immer ganz nice mit so einem Diamond-Cut außen. In echt gefällt mir das leider nicht so gut. Ganz wichtiges Essential von mir, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Wert auf guten Duft lege und auch eigentlich immer gut rieche. Hoffe ich mal, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Und die sind jetzt einfach stellvertretend für generell Parfums da, aber welche eignen sich besser dafür als die, die ich selber kreiert habe. Deswegen habe ich jetzt hier meinen Orodion-Duft, den ersten, und Orodion Blanc, den Sommerduft, mitgebracht. Also ich liebe Holzdüfte, holzige Düfte, die auch noch so eine leicht süßliche Note haben, habe ich hier meinen Traum mit erfüllt und der hier geht eher in so eine cremigere Richtung, ein bisschen sommerlich, trotzdem nicht zu leicht und aquamäßig, weil ich bin nicht so der Fan von Düften, die super frisch nach Jungsumkleide riechen, sondern halt einfach ein bisschen schwerer sind, so Weggeh-Düfte. Und ja, da habe ich die beiden kreiert und fahre damit auch tatsächlich sehr, sehr gut im Alltag. Sneaker, spezifischerweise Air Force Ones, weil das einfach meine Favorite Silhouette ist. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich immer Wert drauf lege, was zu haben, was man nicht alltäglich sieht, einfach was ein bisschen Besonderes. Und deswegen habe ich meine 3 Favorite Collabs vom Air Force One mitgebracht. Das wäre einmal dieser Air Force One in der Off-White Collab von Virgil. Noch viel seltener diese V-Lawn Collab, weil es sie nur in dem Pop-Up Store zu kaufen gab und dann wurde die ganze Collab gecancelt. Das Beste kommt zum Schluss. Meine neueste Errungenschaft, tatsächlich der Louis Vuitton x Nike Air Force One in dem geilsten Colorway, der rausgekommen ist. Das ist einfach der most iconic Schuh, den ich habe. Hat auch so low-key einen emotionalen Wert, wenn man so überlegt, was mit der ganzen Virgil-Geschichte passiert ist, wie der die ganzen Türen geöffnet hat für junge Designer und dass er bei einem Modehaus wie Louis Vuitton gelandet ist und das mit Nike irgendwie zusammenbringt. Das ist schon irgendwie eine krasse Geschichte, die auch so in diesem Schuh verkörpert ist. So, ist das was, wo du auch so sagst, so hey, auch andere, testet euch mal aus? Ja, safe. Und ich meine, da sind wir ja jetzt auch schon in Deutschland in der Streetwear-Szene. Mehr Marken als heute gab es, glaube ich, noch nicht von jungen Leuten, die sich irgendwie denken, dass die ihr eigenes Ding durchziehen wollen und vielleicht denken Leute, dass ich das gar nicht feiere, aber ich finde das übertrieben nice, weil im Endeffekt Konkurrenz belebt das Geschäft und alle wachsen dadurch. Die ganzen Produkte werden immer nicer. Jeder, der was Gutes macht und das nicht aus dem Grund macht, ja, ich muss ja jetzt schnell Geld mit verdienen, sondern den Leuten Mehrwert zu bringen, das finde ich übertrieben nice. Ja, das waren meine 10 Essentials. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos vom GQ-Kanal sehen wollt, dann checkt hier ab. Und ihr könnt ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren auf der Seite. Und ja, dann sehen wir uns.